jetzt eine grundstürzend neue Einsicht oder ein grundstürzend neues Argument. Das kann ich nicht bieten. Was ich versuche zu bieten, ist über die Frage, etwas zu reflektieren, eigenes Material beizubringen dafür, wie es denn sein kann, dass Menschen, die sich in Israel der Linken, der äußersten Linken, der radikalen Linken zurechnen, dass die im bundesdeutschen, ich weiß nicht, also ich schäme mich sehr zu sagen, Diskurs, weil das Wort Diskurs eben aus einer Wissenschaftssprache kommt, des französisierenden Heideggerismus, die ich ja eigentlich ablehne. Also sagen wir nun eben bundesdeutsche Öffentlichkeit, woher es kommt, dass also die bundesdeutsche Öffentlichkeit in ihren verschiedenen Fraktionen so überaus gerne die israelische Linke zum Kronzeugen macht und zum Vorwand macht und zur Folie macht, um ihre eigenen Ressentiments, Unkenntnisse, Vernichtungswünsche und so weiter zu projizieren. Wie kann das sein? Und wie kann es sein, dass israelische Linke, die ja auch wiederum vielfach fraktioniert sind und viele verschiedene Strömungen ausbilden, dass die über diese Entfremdung oder Verfremdung ihrer Argumentation in der bundesdeutschen Öffentlichkeit so wenig und eigentlich gar nicht reflektieren. Das soll das Thema sein, also die Frage, was kann man sich eigentlich unter Begriffen wie Postzionismus vorstellen, oder einige sind auch in Israel Antizionisten, einige nennen sich Nicht-Zionisten. Es geht dann wiederum bei den Antizionisten die verschiedensten Strömungen, angefangen von explizit trotzkistisch-stalinistischen Strömungen in Israel, wo der Name Michael Warschawski für steht, bis hin zu gewissen religiösen messianischen Strömungen, die den Staat Israel ablehnen und immer schon abgelehnt haben, weil er eine illegitime Vorwegnahme des Messias ist. Wenn man im Internet gucken möchte, unter der Gruppe Naturai Karta, das ist eine Organisation chassidischer Rabbis, die den Staat Israel ablehnen, mit dieser religiösen Argumentation, die sich aber wiederum auch nicht so schade sind, wie vor kurzem in Wien geschehen, als ein Theodor-Herzl-Platz eingeweiht werden sollte, hat diese Gruppe gemeinsam mit palästinensischen Moslems und unter dem Vorsitz von Martin Hohmann, den man extra eingeladen hatte, aus Kassel nach Wien zu kommen, eine Rede zu halten, wurde dort gegen die Benennung des Platzes als Theodor-Herzl-Platz protestiert. Also es gibt dort die merkwürdigsten, absurdesten und auch widerwärtigsten Koalitionen, an denen sich eben zeigt, dass ideologische Verblendung tatsächlich ein universales Schicksal ist und auch den Zionismus als die Emanzipationsbewegung, als die revolutionär-demokratische Befreiungsbewegung der Juden keineswegs ausgenommen hat. Es freut die Deutschen also immer ganz besonders, wenn also aus Israel Stimmen laut werden, wie etwa die von Israel Shahak, ein sehr angesehener israelischer Professor, Vorsitzender der israelischen Liga für Menschenrechte, der der Frankfurter Rundschau in einem Interview erklärt hat, der Zionismus hätte auch dann kritisiert werden müssen, wenn ein jüdischer Staat auf einer verlassenen Insel gegründet worden wäre, ohne jemanden zu verletzen. Also der Staat als solcher, egal wo, egal wie, egal zu welchem Zeitraum, egal unter welchen Umständen, verfällt für Israel Shahak, den Chef der Menschenrechtsliga Israels, der Kritik. Und wenn man nun gelegentlich auf die Websites von nazifaschistischen oder moslemfaschistischen Organisationen guckt, dann begegnen einem immer solche Zitate aus Israel Shahak, aus vielen anderen, die argumentieren, da sieht man es ja, die Juden sagen es ja selber. Und das ist die Funktion eigentlich, die diese Argumentationen in der bundesdeutschen Öffentlichkeit eingenommen haben. Und es gibt nur sehr, sehr wenige Ausnahmen. Ich möchte die einzige, die ich gefunden habe, gleich am Anfang erwähnen, um eben dem Verdacht zu entgegnen. Ich würde hier vorschnell generalisieren. 1971 erschien im Wagenbach Verlag Berlin ein Buch mit dem Titel Das Ende Israels, geschrieben von Nathan Weinstock,
damals Mitglied der Organisation Matzpen, der Kompass, einer radikal-marxistischen israelischen Studentenorganisation, die so ein bisschen für das israelische 68 stehen und wo auch am Rande Leute dabei waren, die längst ganz andere Wege genommen haben, wie etwa Daniel Dinner oder Mario Offenberg, der heute der Vorsitzende ist der ultrareligiösen Gemeinde Agudat Israel in Ost-Berlin. Nathan Weinstock hatte in diesem Buch die typische marxistische Argumentation zur Kritik Israels entfaltet, wonach Israel nichts anderes sei als ein kolonialer Staat, ein rassistischer Staat, wonach das Prinzip der jüdischen Arbeit, mit dem der Yishuv in den 20er Jahren sich begründete, auf ethnischem Ausschluss basiere, dass der Staat Israel an sich nur eine einzige Militärgarnison sei zur Bewachung der Erdölvorkommen der Region und so weiter und so weiter. Ich brauche euch diese Argumentation wahrscheinlich nicht im Einzelnen zu entfalten. Und dieser Nathan Weinstock wurde jetzt letztes Jahr gefragt, ob er denn bereit wäre, der Neuauflage seines Buches zuzustimmen. Das hat er abgelehnt. Mit dem Argument, er habe gesehen, dass diese Argumentation, wie er sie entfaltet, also diese klassisch dogmatische, marxistische, antiimperialistische Argumentation, dass die sich eben wunderbar verträgt an der Forderung nach der Zerstörung Israels, einen pseudo-emanzipativen Anstrich zu geben. Und er schreibt an seinen Verlag, wo er dem Verlag das Recht bestreitet, das wieder aufzulegen. Er schreibt, dass die äußerste Linke in ihrer antiimperialistischen Geisterfahrt nicht nur den Marxismus aufgegeben hat, sondern jegliche Form von rationaler Kritik. Es ginge nur darum, der beabsichtigten Liquidation Israels einen halbwegs vernünftigen Anstrich zu geben. Dem würde er sich nicht mehr zur Verfügung stellen, dem würde er sich verweigern. Das ist die einzige Stimme aus diesem klassisch-marxistischen Konzert, wo eine Selbstreflexion eingetreten ist, wo eine ideologiekritische Reflexion eingetreten ist über die Wirkung dieser fatalen Argumentation. Wenn wir also nun die verschiedenen Strömungen des israelischen Nichtzionismus, Antizionismus, Postzionismus im Folgenden etwas Revue passieren lassen mögen, dann kommen wir natürlich gleich am Anfang nicht darum herum, um die Person Moshe Zuckermann. Moshe Zuckermann funkt auf allen Kanälen. Meistens wird das von der Heinrich-Boll-Stiftung bezahlt. Er ist ja Vorsitzender und Chef des Instituts für Deutsche Geschichte an der Uni Tel Aviv. Gibt da auch verschiedene Buchreihen heraus, die immer auch alle von der Böll-Stiftung bezahlt werden. Und er gilt hier in Deutschland als, wie es bei Konkret geheißen hat, als ein marxistischer Jude. Und wenn man nun versucht mal etwas zu prüfen, worin dieser Marxismus wohl bestehen mag, den er im Weiteren sogar noch als eine Anhängerschaft zur kritischen Theorie darstellt, dann kommt man in dieser unendlichen Literatur, die er produziert hat, also man fragt sich wirklich, schläft der Mann jemals? Da müssen sich wirklich bei ihm die Reporter Schlange stehen und ihn zum Interview bitten. Etwa der Zeitschrift Arbeiterkampf oder Analyse und Kritik aus Hamburg hat er erklärt, ich bin ein ganz großer Adorno-Schüler. Und dann wurde er gefragt, wie er sich Emanzipation vorstellt. Dann sagte er, es gibt kein linkes Denken ohne Emanzipation. Und es gibt keine Emanzipation ohne den Versuch, die Gesellschaft dahingehend, früher haben wir gesagt, zu revolutionieren, heute würde ich sagen, umzustrukturieren, dass so etwas nicht möglich ist. Gesellschaft umzustrukturieren heißt ja offenkundig, dass man sich vorstellt, man habe einen gewaltigen Lego-Baukasten vor sich, nimmt diesen Klotz heraus, entfernt jenen, macht diese und jene Konstruktion daraus, dass die Gesellschaft eine negative Totalität ist, unter dem Gesetz des Kapitals, ist in dieser Auffassung nicht nur vollkommen verschwunden, sondern auch offenkundig niemals präsent gewesen. Man wird sehen, wie Zuckermann eigentlich hier reüssiert unter der Parole einer kritischen Theorie, weil etwa Interviewpartner wie Thomas Ebermann und Hermann Grimlitzer natürlich bei dem Wort kritische Theorie derart zusammenzucken und gestehen müssen, dass sie niemals auch nur eine Zeile Adorno gelesen haben, also jenen, der diesen Anspruch erhebt, unbefragt passieren lassen und durchwinken. Nun hat Zuckermann sich jetzt dankenswerterweise zur Frage der kritischen Theorie
wiederum auf Kosten der Heinrich-Böll-Stiftung, umfangreicher geäußert und hat ein Tagungsband herausgegeben, Theodor W. Adorno, Philosoph des beschädigten Lebens, wo verschiedene Aufsätze versammelt sind zur kritischen Theorie von einer Tagung, die im letzten Jahr in Tel Aviv stattgefunden hat. Das ist alles sehr interessant. Und es ist auch interessant, was man in Israel, wenn man sich auch dann wiederum Deutsche einlädt, über kritische Theorie alles zu hören bekommt. Zum Beispiel heißt es an einer Stelle des Tagungsprotokolls, ich zitiere einmal, Eike Gebhardt, ein Politologe aus Berlin, vertrat die Ansicht, dass ohne dass er selber auch nur im geringsten an Astrologie glaube, wenn diese die Fantasie beflügle und uns Alternativen böte, wie Dinge sein könnten, uns von sozial sedimentierten, zwanghaften Objektdefinitionen befreie, sie zum Beispiel für die Hypothesenbildung von Nutzen sein könnte. Viele richtige Einsichten wurzelten einmal in falschen Voraussetzungen. Also Astrologie ist, was man draus macht. Faschismus wird auch sein, was man draus macht. Es handelt sich ja nur um sozial sedimentierte, zwanghafte Objektdefinitionen. Das wurde auf der von Zuckermann organisierten Tagung, man könnte noch weiteres zitieren in dieser Richtung, wurde dort ernsthaft diskutiert. Und wir sehen schon, dass diese kritische Theorie, die sich natürlich überhaupt nicht auf Adornos Kritiken an der Astrologie berufen kann, dass diese kritische Theorie eine ist, die man vielmehr dem allgemeinen postmodernen Diskurs zuordnen kann und eigentlich nichts anderes ist als eine Lizenz zum Schwafeln. Immerhin ist interessant, dass hier die völlige Verabschiedung von jedem auch nur negativen Begriff von Wahrheit lauthals herausgekräht wird. Sozial sedimentierte, zwanghafte Objektdefinitionen. Andere werden sagen, es handelt sich nur um Konstruktionen, also um Einladungen zu Dekonstruktionen. Und wiederum andere werden gleich den Kollegen Watzlawick lesen mit seinem berühmten Buch Anleitung zum Unglücklichsein, wonach eben jeder seines Glückes und seiner Wirklichkeitsdefinition eigener Schmied sei. Dass sich dieses mit Marxismus, so wie er im Kapital von Karl Marx vorliegt, nicht weiter verträgt, will ich nur insofern andeuten, als ja nach Marx die Sachen sich in den Begriffen ihre eigene Definition und ihr eigenes Verständnis geben, etwa derart, wie die nur unter der Form der Ware anzueignenden Gebrauchswerte sich in der Form des Geldes die Form geben, die sie selbst als allgemeingültige definiert. Das Geld ist ja nicht einfach nur ein Austausch- und Zirkulationsmittel. Das Geld ist ja der Allgemeinbegriff der konkreten nützlichen Dinge, die in Warenform vorliegen und deren sinnliche Differenz in der Synthese und Verallgemeinerung und Vereinheitlichung des Geldes aufgehoben werden. Das heißt also, das Geld ist der Philosoph der in Warenform vorliegenden Gebrauchswerte und damit ist das Geld keine sozial sedimentierte, zwanghafte Objektdefinition von Gebrauchswerten, sondern das Geld ist der objektiv notwendige, wenn auch falsche Ausdruck von Gebrauchswerten, die in kapitaler Form erzeugt werden. Es versteht sich auch, dass wenn man von sozial sedimentierten, zwanghaften Objektdefinitionen spricht, ein Begriff von Wahrheit nicht mehr erreicht werden kann. Das hier ist eigentlich eher deutsche Wissenssoziologie der 20er Jahre, Max Scheler, Karl Mannheim, wo jede Äußerung eines Individuums auf seinen Standpunkt abgebildet wird, auf seine soziale Lage reduziert wird, aus seinem Milieu heraus abgeleitet wird, um dann mit Sprüchen wie das Sein bestimme das Bewusstsein in Wirklichkeit nur eine Milieutheorie vorzulegen. Diese Passage hier von Eike Gebhardt könnte man in diesem von der Heinrich-Böll-Stiftung finanzierten Buch an verschiedenen Stellen finden, aber es zeigt sich eben auch, dass das Ganze nur eine Einleitung ist zu einem Versuch, mit den Mitteln der kritischen Theorie Argumente gegen Israel zu sammeln. Etwa, wenn Zuckermann zu folgender, vielleicht noch
Entschuldigung, kleine Anmerkung noch. Also ich habe hier in dem Sinne keinen ausgearbeiteten Vortrag, den ich einfach vorlese, sondern ich kommentiere hier einige ausgewählte Zitate, die mir als besonders evident und abscheulich und so weiter erscheinen und versuche dann aus dem Kommentar zu diesen Zitaten eine Argumentation zu entwickeln. Das heißt aber auch, dass ihr mich bitte jederzeit unterbrechen könnt und jederzeit intervenieren könnt und weitere Erklärungen verlangen könnt oder Kritiken äußern könnt. Ne? Das gehört dazu, wenn die Sache halbwegs produktiv werden soll. Der Vortrag wird ja auch vom Publikum produziert. Ne? Wenn also dann der Zuckermann in der Einleitung zu diesem Buch etwa sagt, ne, bei der ganzen zionistischen Theorie handelt es sich nur um eine zionistische, handelt es sich nur um ein zionistisches Narrativ. Also der eine hält Astrologie für eine sedimentierte Objektdefinition, der andere sagt, Zionismus sei ein Narrativ. Und dieses Narrativ will er nun erschüttern, indem er in Israel kritische Theorie importiert. Aber das ist nicht einfach. Denn was ist kritische Theorie? Zitat: Dass die kritische Theorie in Israel keine ernstzunehmende Aufnahme fand, kann teilweise mit ihrem in der Vermittlung doch recht elitären Gestus liegen. Also die plumpesten, gemeinplatzhaftesten Ressentiments gegen kritische Theorie, dass sie so hermetisch sei und sich eben nicht lesen lässt wie der Tageskommentar der Regionalzeitung. Das ist hier also die Spitze des israelischen kritisch-theoretischen Marxismus. Liegt also an dem doch recht elitären Gestus, dem man Zuckermann nicht vorwerfen kann, mit der die schlichte Tatsache, dass es lange Zeit keine Übersetzungen gab, und es liegt eben auch an dem Durchsetzungsvermögen dieses schweren Theoriekörpers im Rahmen der großen und pluralistischen akademischen Paradigmenangebote. Das ist eine Sprache, die mag Jürgen Habermas verstehen, und das ist ein neuer Jargon der Eigentlichkeit, um den Adorno mit gutem Grund einen großen Bogen geschlagen hat. Ich glaube auch nicht, dass Adorno jemals vorhatte, einen schweren Theoriekörper zu produzieren. Und komischerweise, obwohl das einfach nur lachhaft ist und man eigentlich das Buch im Laden stehen lassen müsste und sich irgendwo einen Whisky zu genehmigen, ne, geht es hier seitenweise weiter und weiter, um nachher auf das Eigentliche zu kommen. Wie kriegen wir es hin, dass die kritische Theorie in eine Oppositionshaltung zum israelischen Staat gebracht hat? Wie schaffen wir es, dass die paar wenigen deutschen Linken, die vielleicht der kritischen Theorie anhängen, dass die auch noch in diese allgemeine Israel-Verdammungsfront einschwenken? Und das machen wir so, Zitat: Vergleicht man den ideologischen Stellenwert, den die Shoah im Selbstverständnis Israels mithin im Zionismus einnahm, mit seiner zivilisationskritischen Auslegung im Denken Adornos, wird klar, wie unvereinbar der Ansatz der kritischen Theorie und die sinnstiftenden Ideologeme des Zionismus waren und sind. Während bei ihnen, Adorno, das Schicksal der Juden zum Paradigma einer weltgeschichtlichen Entwicklung erhoben wurde, also die kritische Theorie erhebt Auschwitz zu einem Paradigma. Das ist schon ganz interessant. Die diesem Schicksal beigemessene Bedeutung dann somit universalen Charakter trug, vereinnahmte der israelische Zionismus den Holocaust, eben als die Shoah der Juden, ganz und gar für seine Partikularinteressen, die eher mit den Legitimationsbemühungen seiner selbst als mit den Auseinandersetzungen mit den über das Jüdische hinausgehenden gesellschaftlichen Tendenzen zu tun hatten. Da sind wir beim Kernangebot, das die israelische Linie der deutschen Öffentlichkeit zu machen hat. Hier wird zwar nicht direkt von Instrumentalisierung gesprochen, hier heißt es nur Zionisierung des Holocaust, Zionisierung der Shoah. Aber worum es geht, ist klar. Die Massenvernichtung habe eine universale Bedeutung und der Staat Israel habe daraus eine partikulare politische Ideologie und Rechtfertigungslehre gemacht. Jetzt könnte man natürlich fragen, aber diese Fragen sind in diesem Diskurs verboten. Wenn die Bedeutung der Shoah wirklich universal wäre, also wie sie ist,
dann müsste doch diesem ihrem Sein auch ein Begriff der Sache entsprechen. Das hieße ja, eine wirkliche Universalität kann nicht nur als Behauptung existieren, sondern nur als gesellschaftliche Praxis. Das heißt aber auch, dass dieses universale Mordprogramm der Nazis in seiner Universalität nur erkannt worden wäre, wenn es, sagen wir mal, am Tag der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 eine proletarische Weltrevolution gegeben hätte. Das wäre die universale Antwort auf eine universale Bedrohung gewesen. Weil aber diese Antwort ausgeblieben ist, ist die einzige noch mögliche Antwort das, was hier von Zuckermann als eine Partikularisierung und Nationalisierung der Vernichtungserfahrung dargestellt wird. Und hier sieht man eben, dass der Zuckermann, der sich zwar viel zu fein dafür ist, als Adornit direkt das Wort Instrumentalisierung auszusprechen, dass hier eine Zionismuskritik kommt und angehoben wird, wo man an sich nichts anderes macht, als die in jeder Staatlichkeit beschlossenen Gründungsmythen zu kritisieren, aber auf eine Art und Weise, dass sie nicht als notwendige Selbstideologisierung einer Staatsgründung erscheinen, sondern als Ausfluss von Machenschaften. Roger Garaudy, dieser französische Ex-Kommunist und gegenwärtig Moslem, hat ja ein Buch geschrieben über die Gründungsmythen der israelischen Staatlichkeit. Das wurde auf der Buchmesse in Kairo vor einigen Jahren unter großem Beifall vor 3000 Leuten vorgestellt. Da wird gesagt, ja, in Wirklichkeit ist es doch nur ein auf die Apartheid zielender kolonialer Siedlerstaat, ein Staat, der Ölquellen bewacht. Und es wird nicht gesehen, dass in diesem Gründungscharakter Israels eigentlich nur eine zutiefst tragische Ungleichzeitigkeit nachholender Nationalstaatsbildung auf revolutionärem Wege durch die Israelis und durch die Überlebenden der Shoah stattfindet und dass sich all das, was die sogenannten neuen Historiker aufgedeckt haben, Benny Morris inklusive, dass das Dinge sind, die sich im Prozess einer jeden Staatlichkeitswertung finden lassen, aber durch überhaupt nicht mehr skandalisiert werden. Vielleicht mal als Beispiel, alle sprechen eben von der Vertreibung der palästinensischen Bauern von ihrem Land. Das ist ein ganz normaler sozialhistorischer Begleitprozess der Kapitalisierung einer Gesellschaft, der Etatisierung einer Gesellschaft, der etwa im 16., 17. Jahrhundert in England genauso stattgefunden hat und den Marx dort beschrieben hat als den Prozess der ursprünglichen Akkumulation. Die Bauern wurden, das hieß auch Bauernlegen, die Bauern wurden enteignet. Ihr mündliches Gewohnheitsrecht wurde durch geschriebenes Juristenrecht ersetzt. Das Gemeineigentum wurde privatisiert. Sie wurden in die Städte gejagt, um dort die Basis zu geben eines Industrieproletariats. Das war in England im 16., 17. Jahrhundert der Fall. Und es wurden Millionen vertrieben hinein in Städte wie Liverpool, Manchester und so weiter. Darüber regt sich heute kein Schwein mehr auf. Das gehört zum normalen Fundament dessen, dass Großbritannien ein entfaltetes kapitalistisches Gesellschaftsverhältnis mit entsprechender Staatsbasis ist. Und genauso wie es eben in der Ökonomie geht, geht es auch in der Politik. Das, was die ursprüngliche Akkumulation ökonomisch ist, ist politisch die ursprüngliche politische Zentralisation, die Vereinheitlichung der Macht und Gewalt zum Gewaltmonopol des Souveräns. Das sind Prozesse, die man in keiner Weise perorisieren kann. Das sind Prozesse, die in der bürgerlichen Gesellschaft objektiven Charakter haben. Und das einzig Besondere an Israel ist eben diese Ungleichzeitigkeit, dass in einer ungeheuren Verspätung hier noch einmal aus einer historischen Not heraus eine Nationalstaatsbildung unternommen wird. Weil aber die bürgerliche Ideologie längst die Verbrechen, die an ihrer historischen Wurzel liegen, abgespalten und verdrängt hat, weil diese bürgerliche Ideologie so tut, als sei der Staat eine auf Gegenseitigkeit beruhende Genossenschaft. Gerade vorhin in der Eisenbahn fiel mir ein Artikel in der Hand, dass am Wochenende der Genosse Müntefering in Berlin erklärt hat, wie er sich das neue Programm der SPD vorstellt. Da hat er auch was über den Staat gesagt. Der Staat, sagt er, der Staat ist eine freiwillige Vereinbarung auf Gegenseitigkeit. Also an sich nur eine Genossenschaft. Aber ich kenne keine einzige Genossenschaft, die eine Armee braucht oder einen Bundesgrenzschutz braucht.
Diese Ideologie, der Staat sei eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit, ein Vertrag und nichts anderes, ist natürlich wie geeignet, die Verbrechen und die ungeheure Grausamkeit, die am Anfang der Etablierung dieses herrschenden sozialen Verhältnisses liegt, abzuspalten, zu vergessen und zu verdrängen. Der Staat Israel tut nichts anderes, als der Gegenwart die Kosten vor Augen zu führen, die es eben mit sich bringt, einen solchen wunderbaren Staat wie den Deutschen zum Beispiel zu errichten. Ja. Und diese Abspaltungen werden durch von diesen neuen Historikern nicht nur in keiner Weise kritisiert. Sie haben keine materialistische Vorstellung von Staat und Kapital, sondern es wird in einer bestimmten Weise skandalisiert. Und am Schluss steht nachher die Behauptung, nicht bei Zuckermann, aber bei anderen, von der Instrumentalisierung des Holocaust. Damit ist ja schon vor einigen Jahren Norman Finkelstein sehr populär gewesen mit der These von der Holocaust-Industrie, ne, wonach die Zionisten die Toten noch mal zu Geld machen. Die Nazis hätten ihnen die Haare geraubt und das Zahngold und die Zionisten würden dann noch mal die Wiedergutmachung erpressen. Und das Buch von Finkelstein war dann auch mit gutem Grund in der Rechten und Rechtsradikalen und Nazi-Presse ein großer Erfolg. Es gibt nach meiner Kenntnis keinen Nazi-Buchclub, der dieses Buch nicht führt. Und auf einer von diesen vielen, vielen Werbeseiten heißt es etwa über Finkelstein: Norman Finkelstein ist Jude. Dieser amerikanische Jude hat ein Buch geschrieben, in dem die Machenschaften der Religionsgemeinschaften, der er angehört, schonungslos offengelegt werden. Der Holocaust wird dazu benutzt, Deutschland, Europa und vor allem Deutschland gnadenlos auszubeuten. Finkelstein hält die Wiedergutmachung für maßlos überzogen und kann seine Ansichten auch begründen. Niemandem sonst ist es gestattet, außer natürlich einem Angehörigen des auserwählten Volkes selbst, derartige Worte zu schreiben und auch zu veröffentlichen. Also da sieht man jetzt, wie dieses die jüdische Linke zum Kronzeugen machen für den eigenen Israel-Hass und für den eigenen Antisemitismus, wie das am Fall Finkelstein in Extremis funktioniert. Nun lebt Finkelstein in New York und will ja explizit nicht in Israel leben, aber er gehört hier wird er meistens einfach nur dargestellt als einen Politikprofessor an so einer Uni in New York, aber er ist ein Mitglied einer trotzkistischen Organisation, SWP, die auch starke internationalistische Bezüge hat und auch eine Art trotzkistische Weltpartei mitbildet. Ne? Für die arbeitet er auch und schreibt auch, ne? Dass also hier ein Trotzkist so in seinem aufklärungsfernen, traditionalen Marxismus verhaftet ist, dass er nicht auf den Gedanken kommt, einer Ideologiekritik seiner eigenen Argumentation und also zu der Frage, warum er von diesen Leuten, die ihm ja eigentlich verhasst sind, natürlich mag das auch nicht, wenn er von Nazis zitiert wird, warum er bei diesen Leuten, die ihm eigentlich verhasst sind, so überaus freundlich aufgenommen wird und verbreitet wird. Dasselbe ist auch, wenn man in der Jungen Freiheit studiert, wie diese neuen Historiker rezipiert werden. Da wird immer gesagt, endlich kommt es zu Dekonstruktionen des zionistischen Narrativs. Wenn man jetzt diese Dinge mal sich Revue passieren lässt, ne, denke ich, dass ein Punkt ist, die israelische Linke ist genauso blöd wie die Deutsche. Die israelische Linke steht vor einem Abgrund an Aufklärungsverrat. Die israelische Linke hat von Marx auch keine andere Ahnung als die, wie sie in der vulgären Linken verbreitet ist. Auch keine andere Vorstellung, als sie etwa an Elmar Altvater, Wolfgang Fritz Haug oder wie die bekannteren Marxisten der 68er-Linie heißen. Bei Elmar Altvater zum Beispiel drückt sich das Unverständnis, Ideologie zu begreifen, darin aus, dass er in einem Buch eine Einführung ins Kapital, das auch reichlich mit Schaubildern garniert ist. Er bringt ja auf der ersten Seite zur Frage, was ist Geld, was ist Geldfetisch, was ist Ware, was ist Warenfetisch. Bringt er mal unten so ein dick umrandetes Kästchen, wo drin steht Geld. Und über dem Kästchen ist so ein luftig weißes Schäfchenwölkchen, wo drin steht Geldfetisch.
Also der Geldfetisch schwebt ganz sanft über dem Geld dahin, kann keine eigene Macht und Gewalt entfalten, während es bei Marx tatsächlich so ist, dass der Geldfetisch die Bedingung der Möglichkeit des Geldgebrauches ist. Es ist ja nicht so, dass der Geldfetisch eine falsche Vorstellung vom Geld ist und das Geld macht ansonsten fröhlich weiter. Nein, der Geldfetisch ist eine Bedingung der Möglichkeit, Geld in diesem Sinne als kapitalisiertes Subjekt, das wir alle sind, gebrauchen zu können. Das ist also dem, was Zuckermann sagt, nicht so unverwandt und zeigt eben, dass man sich jetzt über die israelische Linke auch gar nicht größer mokieren braucht als über die deutsche. Nur wird es eben hier zum Problem, weil die israelische Linke in dieses Spiel der Projektionen, Ressentiments, Vorurteilen und Vernichtungswünsche hineingerät. Weiter Zuckermann, wenn der Zivilisationsbruch des Holocaust sozusagen mit dem Partikularereignis jüdischer Staat abgehandelt wird, wird ein universales Moment, aus dem wir eine universale Schlussfolgerung ziehen sollten, zum partikularen Element einer Staatsgründung, die selber bestimmte Unterdrückungsmechanismen zulässt. Jetzt sind wir schon konkret bei der Staatlichkeit Israels angelangt. Nicht nur bei der Frage, wie nun dieses Spielchen mit Universal und Partikular im Einzelnen funktioniert, sondern dass eben an diesem Staat irgendetwas sein muss, was nicht nur partikular ist. Ich meine, welcher Staat wäre als Nationalstaat schließlich nicht partikular? Auch Luxemburg und Liechtenstein sind überaus partikular und noch niemand hat ihnen vorgeworfen, sie würden gegen die universale Bedeutung des Holocaust verstoßen. Nein, der Charakter des Staates kommt nun ins Zentrum und dann komme ich zu einer weiteren Argumentation, nämlich der Frage, was eigentlich diese überaus gute Benutzbarkeit der israelischen Antizionisten für deutsche Zwecke mit der Staatsfrage zu tun hat. Ich zitiere abermals eine Passage aus Moshe Zuckermann, wo es um den Staat geht. Da heißt es hier, es erhebt sich die Frage, wie die Vorstellung von Israel als einem Staat der Juden, einen Staat also, bei dem die religiöse Zugehörigkeit zum Kriterium für den Anspruch auf Staatsbürgerschaft erhoben wird, sich mit der Vorstellung von Israel als einem demokratischen Staat, einem Staat also, bei dem nach gängiger westlicher Definition die Staatsangehörigkeit durch keinerlei Partikularattribute wie Geschlecht, Ethnie und eben Religionsglauben diskriminiert werden darf, zu vereinbaren sei. Israel muss sich fragen, ob es ein jüdischer Staat oder ein Staat aller seiner Bürger sein wolle. Die in der Selbstdefinition angelegte Partikularität eines Staates der Juden verträgt sich schlechterdings nicht mit einem universellen Anspruch einer modernen Demokratie. Diese Opposition aufzumachen von Staat der Juden einerseits und demokratischem Staat andererseits, das ist das, was alle die verschiedensten Fraktionen der israelischen Post-Anti- und Nicht-Zionisten allerdings eint. Und ich denke, dass in dieser Opposition, wenn man die jetzt im Folgenden beginnt zu untersuchen, auch noch ein Aufschluss zu kriegen ist, warum die Rezeption so läuft, wie sie eben leider läuft. Zum einen mal ist es so, dass ja es keineswegs so ist, wie er hier sagt, dass der demokratische Staat durch keinerlei Partikularattribute wie Geschlecht, Ethnie oder eben Religionsglauben definiert worden sei, sondern dass der Ausschluss solcher Diskriminierungen nur in dem gleichen Maße funktioniert wie ein allgemeiner Einschluss der Individuen durch das Recht nach Maßgabe ihrer Kapitaltauglichkeit und ihrer Staatsloyalität funktioniert. Fragen wir uns mal, was ist überhaupt das, was ein menschliches Individuum zu einem juristischen Subjekt und damit zu einem Staatsbürger werden lässt? Und fragen wir uns weiter, ob das etwas ist, was dem einzelnen Individuum quasi von Geburt an bis zu seinem Tode zukommt oder ob nicht in den ganzen Regularien
des Rechtes der Mündigkeit und des Rechtes der Entmündigung genau festgelegt ist, unter welchen Bedingungen das Diskriminierungsverbot nach Artikel 3.3 überhaupt Gültigkeit hat. Wenn wir diese Sache genau untersuchen werden, dann werden wir feststellen, dass der demokratische Staat, der niemanden wegen einer besonderen Eigenschaft diskriminiert, diese Nichtdiskrimination eben darin ausspricht, dass er unter einer bestimmten Bedingung eine allgemeine Transformation der Individuen zu Subjekten unternimmt und damit zu Subjekten des Rechts, zu Subjekten des Vertrags und damit zu Agenten der Akkumulation des Kapitals selbst. Das heißt also, dass das hier schon eine ganz komische Konstruktion ist. Man würde denken, würde Israel endlich Artikel 3.3 des Grundgesetzes annehmen, dann gäbe es für Moshe Zuckermann nicht groß mehr was zu kritisieren. Das Zweite ist hier Staat der Juden. Es würde die religiöse Zugehörigkeit zum Kriterium des Anspruchs auf Staatsbürgerschaft erhoben. Man fragt sich, wie jemand in Israel leben kann und kennt noch nicht einmal das israelische Rückkehrgesetz von 1951, wo die Bedingungen reguliert sind, unter denen jemand berechtigt ist, die israelische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Das sind nämlich 6 Punkte und die Religionszugehörigkeit ist ein Punkt davon. Und der 6. dieser Punkte ist gerade für diesen Vorwurf mit der interessanteste. Da heißt es nämlich, das Recht auf eine israelische Staatsbürgerschaft haben beim Betreten israelischen Territoriums auch all diejenigen, die als Juden verfolgt worden sind, ohne es zu sein. Da ist ja die Schutzfunktion, die Israel für die jüdische Diaspora wahrnimmt, so radikal ausgesprochen, dass noch die geschützt werden, die man fälschlicherweise als Juden verfolgt, obwohl sie meinetwegen ihren Arier-Nachweis in der Tasche haben könnten. Ja? Wenn man diesen Passus betrachtet, der nicht nur diese Konstruktion hier ad absurdum führt, kommt man zugleich auf eine gewisse Einsicht in den Charakter der israelischen Staatlichkeit, einen Charakter, den ich den Doppelcharakter des Staates Israel nennen möchte und der der Grund ist, warum man nicht nur diesen Gegensatz von Staat der Juden gegen demokratischen Staat, warum man den nicht nur nicht machen darf, sondern warum die Durchsetzung Israels als eines nach diesem Kriterium demokratischen Staates die Abschaffung dieser Schutzfunktion wäre, die Israel für die Juden der Diaspora einnimmt. Es ist klar, nach dem gängigen Verständnis von Staat, wird der Staatswille von den Bürgern in freier, gleicher und geheimer Wahl gebildet. Angeblich sei es so, dass die Mitglieder einer Gesellschaft, die Wahlberechtigten, im Akt der Wahl mit vielen Vermittlungen das bestimmen, was der Inhalt ist der Staatlichkeit. Das könnte man nun politikkritisch ganz gut zerfleischen. Das hat ja auch Johannes Anjoli verschiedentlich gemacht. Die grundlegende Blödsinnsidee dabei ist, anzunehmen, der Staat sei eine Art Instrument seiner Bürger und der Staat sei ein Apparat, dessen Willensinhalt die Bürger ihm verleihen. Das ist eine Aussage, die vor der materialistischen Staatskritik natürlich überhaupt gar keinen Bestand haben kann, nach der es vielmehr so ist, dass das Parlament zur Veröffentlichung der Entscheidungen der Souveränität da ist und dass der Staat von den Bürgern zwar gewollt werden muss, weil sie ja Subjekte sind, aber in keiner Weise mit einem freien Willen in diesem emphatischen Sinne etwas zu tun hat. Israel verkörpert aber außer dem Willen der auf seinem Territorium lebenden Individuen zugleich die Menschen in der Diaspora. Das sind Menschen, die in Israel überhaupt kein Wahlrecht haben. Das sind Menschen, deren Willen in den Willen des israelischen Souveräns unter keiner Prämisse auch überhaupt nur eingehen kann. Deswegen sind im israelischen Staat Menschen repräsentiert, die keine Bestimmungsgewalt
über diesen Staat haben. Und sie sind darin auf eine Weise repräsentiert, die einer wie Zuckermann für rassistisch halten wird, die aber tatsächlich nur eine Variante ist des revolutionären Erbes der Aufklärung. Das mag vielleicht eine kleine Geschichte verdeutlichen. Vor 2 Jahren hat der Leiter des Frankfurter Fritz-Bauer-Instituts, ansonsten ein ganz vernünftiger Mensch, versucht aus Protest gegen die israelische Politik sein Recht auf Rückkehr zurückzugeben. Hat einen Brief geschrieben an die Botschaft Israels, er wolle auf sein Recht auf Rückkehr und auf seine potenzielle israelische Staatsbürgerschaft wolle er verzichten. Da hat man ihm geschrieben, einen Brief von großer philosophischer Weisheit, er könne auf dieses Recht überhaupt gar nicht verzichten, weil es ihm niemals durch eine Urkunde oder durch Antrag verliehen worden ist, sondern weil es ihm, wie auch jedes Menschenrecht, qua seiner Natur objektiv zusteht. Ein Recht, auf das man nicht verzichten kann, ist ein Naturrecht. Und ein Naturrecht ist das bürgerliche Recht etwa der Französischen Revolution. Da kommen wir wieder auf diesen Aspekt, ne, dass Israel in vielen dem ähnelt, was etwa Robespierres Wohlfahrtsausschuss gewesen ist oder was Wladimir Iljitsch Lenins demokratische Diktatur gewesen ist. Ein Mechanismus, wo ein Zwang zur Freiheit ausgeübt wird oder aber ein Zwang, sich zu schützen. Bei Rousseau ist es eindeutig. Rousseau fragte sich, kann ein Mensch, der frei ist, sich selber versklaven? Kann er sich selber als Sklave verkaufen? Da sagt der Rousseau, natürlich, er kann es, aber wir werden ihn mit aller Gewalt daran hindern, weil wir einen Zwang zur Freiheit ausüben, weil es dem Begriff des Menschen widerspricht, sich als Sklave zu verkaufen. Er mag es als Subjekt noch so sehr wollen. Dieser Wille des Subjektes wird von der Gewalt der Aufklärung nicht geachtet. Die Gewalt der Aufklärung achtet jede andere Willensäußerung, aber die Bedingung der Möglichkeit von Aufklärung ist es, diese freiwillige Knechtschaft nicht zuzulassen und einen Zwang zur Aufklärung auszuüben. Das ist ein zutiefst bürgerlicher Gedanke, der im israelischen Recht der Staatsbürgerschaft und im Recht auf Rückkehr und dieser kleinen Geschichte von der Unverzichtbarkeit und Nichtverzichtsfähigkeit dieses Rechtes ausgedrückt ist. Also der Doppelcharakter dieses Staates, wie es eben auch einer revolutionären Diktatur gemäß ist, der Doppelcharakter als Staat aller, die auf seinem Territorium präsent sind und zugleich als Staat aller, die in Situationen geraten können, wo Schutz, Asyl, Hilfe gebraucht werden und nirgendwo anders zu kriegen sind. Diese Argumentation hier, weiter, die überdies in Sachen Antisemitismus auch sehr unbelehrt ist, Zuckermann hat niemals einen Satz geschrieben über Antisemitismus, der vernünftig wäre. Diese Konstruktion hier, die Zuckermann angreift, ist vielmehr die Staatsraison Israels als eines revolutionär-demokratischen Staates vom Status des Staates der Französischen Revolution oder vom Status der Russischen Revolution. Ist immer das gleiche Problem. In den großen Revolutionen hat man ein universales Prinzip und eine partikulare Territorialisierung. Die Russische Revolution fand in Russland statt und zugleich war dort der Stammsitz der Kommunistischen Internationale. In der Kommunistischen Internationale waren der Idee nach alle Arbeiter der Welt repräsentiert. Wie konnte das nun angehen? Ein revolutionärer Staat wie der russische, der Organ sein soll aller, die auf seinem Territorium präsent sind, aber zugleich ein Staat, der eine einstweilige Territorialisierung ist, einer universalen Intention, eines globalen Programms und Individuen vertritt, die in keiner Weise auf einem irgendwie gearteten demokratischen Wahlmechanismus in ihm repräsentiert werden. Die Französische Revolution, die ja auch ein universales Projekt war, ehe die Deutschen sich dagegen erhoben haben, hatte das gleiche Problem, wenn auch nicht so ausgearbeitet, als etwa die Jakobiner von Mainz und Koblenz Sitze bekamen in der Französischen Nationalversammlung. Territorialisierung und Universalismus. Nun ist klar, dass der Universalismus
Israels von anderer Statur ist, obwohl er revolutionär ist, als der der russischen Revolution. Weil hier handelt es sich nicht, wie bei Lenin, um ein Weltprojekt, sondern um den Schutz vor einer Weltgefahr. Es ist eine Art negative Universalität. Das ändert aber, denke ich, an der Struktur der Sache überhaupt nichts. Gut, wenn wir also soweit sind, dann werden wir sehen, denke ich, dass, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt sag mal jemand was. Leuchtet das Argument ungefähr ein, dass die Benutzbarkeit der israelischen Linken für die deutsche Öffentlichkeit bis hin zu den Nazis daran liegt, dass es weder eine Reflexion gibt über Ideologie, noch eine Reflexion gibt über den Staat, noch eine Reflexion gibt über den spezifischen Charakter Israels als ein Doppelstaat oder Staat mit Doppelcharakter, der diesen historischen Vorbildern natürlich nicht bewusst nachgebildet. Herzl hat natürlich niemals Robespierre gelesen und hat dann beschlossen, er wolle eine Art Wohlfahrtsausschuss machen, sondern aus der Logik der Sache heraus, dass sich dieser Staat natürlich in all diese Widersprüche verstricken muss, die ihm vorgehalten werden. Natürlich existiert ein solcher Widerspruch, aber er existiert nicht als etwas, was eine Antinomie darstellen würde, also einen unauflösbaren Gegensatz, wo gilt entweder das eine oder das andere, entweder ethnischer, homogener, rassistischer Staat der Juden, wie es heißt, oder demokratischer Staat, sondern dass dieser Gegensatz die Bewegungsform ist, in der sich die israelische Souveränität zwangsläufig bewegen muss, weil sie diese doppelte Funktion hat, eines universalen Schutz- und Hilfeangebotes einerseits und einer Garantie für die Individuen, die auf dem Territorium Israels selbst leben. Deswegen kann der Staat Israel niemals nach Maßgabe dessen, was Zuckermann für demokratisch hält, demokratisch sein, weil er in demselben Augenblick nicht mehr bürgerlich revolutionär diese Funktion des Schutzes wahrnehmen kann. Das ist das Argument, was ich in der Kritik, in der Zitierung dieser Leute entfalten wollte. Und jetzt habe ich mich mit den Fragen schon wieder verloren. Na, ist ja auch egal. Und dass es sich also beim Zionismus, der allseits mit den despektierlichsten Vokabeln belegt wird, eigentlich nur darum handelt, etwas zu tun, was die Bürger selber getan haben, als sie noch revolutionär waren, was sie erfolgreich verdrängt haben. Was dazu noch kommt, darüber hinaus, ist es so, dass die Idee des Zionismus so lapidar und einfach ist, so evident und völlig durchsichtig, wie sie Theodor Herzl mal in seinen Tagebüchern im Herbst 1900 beschrieben hat, wo er beschreibt oder wo er darlegt, was soll der Zionismus eigentlich leisten und wie wird er organisiert. Da heißt es hier, Zionismus ist nichts anderes als eine Notfallversicherung. Gestern brachte ich diese Idee im Aktionskomitee wieder vor. Er ist das Einzige, was wir tun können. Eine wechselseitige jüdische Notfallversicherung. Die versicherten Opfer einer Judenverfolgung erhalten einen Mindestbetrag zur Übersiedlung. Im rumänischen Pogrom hat sich gezeigt, dass 200 Gulden pro Familie nötig wären. Man muss den Vertriebenen ein Recht verschaffen. Dieses Recht muss sich jeder durch Kauf einer Police erwerben. Von 100 A2 Gulden kann ein Fall notleidend werden. Natürlich ist die Hauptsache der Definition des Notfalls und die Prävention des Versicherungsbetruges. Das wäre nach Analogie des Unfallversicherungswesens zu konstruieren. Man könnte auch höhere Versicherungen mit rasch progressiver Prämie annehmen. Wenn für 200 Gulden 2 Gulden jährlich zu zahlen sind, wären für 400 schon 5 oder 6 zu zahlen, für 2000 Gulden nicht das Fünffache, sondern das Zehnfache und mehr, weil dann der einzige Schadensfall gleich eine ganze Serie vorstellte. Das ist eine ganz einfache, prosaische Idee.
Man schützt sich gegen Pogrom, Antisemitismus und Verfolgung, indem man eine Art Unfallversicherung aufbaut. Und der Zionismus ist diese staatgewordene Unfallversicherung der Juden, die nach keiner Seite hin irgendetwas Mysteriöses an sich hätte, das die verschiedenen Polemiken, die dagegen geführt werden, irgendwie rechtfertigen könnte. An der Stelle höre ich jetzt einfach auf und bin dann gerne bereit, noch in der Diskussion zu diesem und jenem Stichpunkt vielleicht noch dieses und jene Zitat und diese und jene Reflexion vorzutragen. Ja, danke ganz herzlich bei dir. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal 5 Minuten Pause, können dann im Anschluss noch diskutieren. Vorne gibt es einen Büchertisch, da kann man für Studentenrabatt das gesammelte Publikationsangebot der ESF erwerben. Wie gesagt, mein Vorschlag, 5 Minuten Pause und dann 10 Minuten zu weiter diskutieren. Danke, herzlich für eure Aufmerksamkeit und einen gesamten schönen Abend. Ich habe mich in unserem Garten verloren. Ich habe mir nicht gefunden, was ich gesucht habe. Gestern ging es besser. Also gestern, wenn ich jetzt hier ewig rumstocke und rumstarke, ne, macht man lieber ein Ende. Ne? Ja. Ja.